Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die scheidende Bundeskanzlerin hat vor 1,5 Jahren die weltweite Corona-Pandemie als die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet, und sie hatte recht. Seit Monaten beherrscht diese Pandemie unser Zusammenleben, und die nötigen Schutzmaßnahmen greifen in alle Lebensbereiche ein. Und ja, wir alle müssen uns weiter anstrengen und noch besser werden im Kampf gegen dieses Virus. Wir haben aber auch gemeinsam schon viel erreicht, und wir sollten uns auch erlauben, das gelegentlich auch zu sagen. Wir haben gemeinsam eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert. Wir haben mehrere Infektionswellen gebrochen. Wir haben in Rekordzeit wirksame Impfstoffe entwickelt und Menschenleben gerettet. Und in einer Zeit, in der die Spaltung der Gesellschaft ein Dauerthema ist, hat jedenfalls mich dieser Zusammenhalt immer wieder bestärkt und ermutigt. Und ich danke deshalb insbesondere allen, die in diesen vergangenen Monaten, gerade auch in den ärztlichen und pflegerischen Berufen, dabei mitgeholfen haben, diesem Virus die Stirn zu bieten. Auch wenn uns in dieser Woche andere Themen vordringlich beschäftigen, diese Pandemie ist nicht zu Ende. Die Landesregierung hat daher in den letzten Wochen neue Maßnahmen zur Bewältigung beraten und beschlossen, und diese mitzuteilen ist ja Gegenstand dieses Tagesordnungspunkts. Wir tun das immer und vom ersten Tag an entlang des Credos, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Wir alle haben unter dem Eindruck der Bilder aus Italien und Frankreich von Beginn an immer entlang genau dieses Credos gearbeitet, und wir haben in Abwägung der sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen im Rahmen der Bundesgesetzgebung mit größter Sorgfalt entschieden. Gemeinsam mit den anderen Bundesländern und der Bundesregierung hat Hessen am 10. August beschlossen, den Zutritt zu vielen Bereichen auf geimpfte, genesene oder getestete Personen, also 3G, zu beschränken, um einen weiteren Anstieg der Infektionszahl zu vermeiden. Ziel war und ist, insbesondere den Schul- und Regelbetrieb in den Kinderbetreuungseinrichtungen sicherzustellen, damit Kinder diese wichtigen Einrichtungen weiter besuchen können. Wir setzen das in unserer Verordnung und auch in entsprechenden Erlassen um, und wir ermöglichen frühzeitige Freitestungen aus der Absonderung. Das ist etwas, was mit der letzten Verordnung noch einmal bekräftigt wurde. Und ich will diese Entscheidung wirklich exemplarisch dafür benennen, wie sorgfältig wir zwischen dem infektiologisch Notwendigen und dem sozial- und gesellschaftlich Wünschenswerten abwägen. Und seit dem 16. September gilt hier in Hessen eine neue Corona-Schutzverordnung. Darin sind mit der Hospitalisierungsinzidenz und der Intensivbettenauslastung neue Leitindikatoren zur Bestimmung der pandemischen Lage definiert, die vor allem die Situation in den Krankenhäusern in den Blick nehmen, ganz so, wie das Bundesinfektionsschutzgesetz es auch verlangt. Wir betrachten sehr genau und übrigens auch schon seit Langem, wie sich die Gesamtbelastung in den hessischen Kliniken entwickelt. Wir ziehen auch weiter die Infektionsinzidenz als Frühwarnsystem zu Rate. Und völlig klar ist, werden die in der Verordnung definierten Grenzwerte überschritten, dann muss die Landesregierung die Maßnahmen wieder verschärfen, weil eben sonst die Gefahr besteht, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Und um das zu verhindern und um das Gesundheitssystem zu schonen, möchte ich auch Sie alle als verantwortliche Entscheidungsträger in diesem Land bitten, wo immer es geht, für die Impfung zu werben, so wie wir das auch tun, gemeinsam mit den Kommunen, mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, mit den Ärztinnen und Ärzten. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass der Hessische Landtag jetzt auch dafür herhalten muss, dass hier Ängste vor dem Impfstoff geschürt werden. Das Impfen ist der erfolgversprechendste und schnellste Weg raus aus dieser Pandemie. Und
Herr Richter, ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, schauen Sie sich noch einmal die Pressekonferenz an, die Herr Dr. Jelinek letzte Woche in Wiesbaden gegeben hat. Er ist Oberarzt und Leiter einer Covid-Station. Er hat sehr eindrucksvoll davon berichtet, mit welcher Reue seine Patienten auf der Intensivstation dort liegen, die auf eine Intensivbehandlung angewiesen sind, und wie sehr Sie bereuen, dass Sie sich nicht haben impfen lassen. Nicht haben impfen lassen, ganz oft übrigens, weil Sie es einfach bisher nicht auf die Kette gebracht haben. Gar nicht, weil Sie, so wie Sie, ausgesprochene und erklärte Impfgegner sind. Ich will ganz kurz auf ein paar Punkte noch eingehen und einiges richtigstellen, was hier ansonsten genannt wurde. Entgegen der böswilligen Unterstellung der FDP in Punkt 2 Ihres Antrags hat das Land die Verwendung von Spuck- oder Lolli-Tests weder verboten noch deren Bezahlung eingestellt. Wie sollte das auch gehen? Bürgertests werden ja gar nicht mit dem Land, sondern auf Basis der Testverordnung des Bundes über die Kassenärztliche Vereinigung und das Bundesamt für Soziale Sicherung abgerechnet. Punkt 3 erschließt sich mir ebenfalls in keiner Weise, Herr Pürsün. Denn das, was Sie da fordern, machen wir jeden Tag in unserem Bulletin. Ich darf das heute zitieren aus der heutigen Ausgabe. 77% der auf hessischen Intensivstationen behandelten PatientInnen mit Covid-19 sind nicht vollständig geimpft, also ungeimpft oder teilgeimpft, während 15% vollständig geimpft sind. Bei 8% ist der Impfstatus unbekannt. Da wir auch die absoluten Zahlen der auf Intensivstationen versorgten Menschen in diesem Bulletin angeben, traue ich Ihnen voll zu, dass Sie mit einem einfachen Dreisatz dann auch errechnen, wie viel jeweils diese Prozentangaben in absoluten Zahlen sind. Außerdem gibt es, das haben FDP und AfD behauptet, keine 2G-Regelung in Hessen, sondern es gibt eine Option. Und das ist eine Option, die übrigens die meisten Länder genauso getroffen haben. Wenn nur Geimpfte und Genesene – ich bin immer für Optionen, Herr Grobe, ich weiß nicht, Sie sind ein bisschen autoritärer drauf, das weiß ich. Aber Optionen, Herr Staatsminister, ich weise auf die Fraktionsredezeit hin. Dinge zu ermöglichen, ist definitiv das Gegenteil von Verboten und Zwängen. Wenn nur geimpfte und genesene Personen anwesend sind, dann können Veranstaltungen und gastronomische Angebote auch in Innenräumen wieder ohne Maske und Abstand stattfinden. Wie gesagt, das ist ein Ermöglichen, keine Regel. Die Regel ist 3G, siehe oben. Und damit ist auch Punkt 4 des FDP-Antrags obsolet. Genauso übrigens wie die Forderung nach niedrigschwelligen Impfangeboten. Denn Herr Martin hat es gerade eindrucksvoll auch mal an einem Beispiel gezeigt. Genau das wird in ganz Hessen durch die Ärzteschaft, durch die Impfallianz, durch den öffentlichen Gesundheitsdienst längst gewährleistet. Ich habe mir solche Impfangebote in den letzten Wochen mehrfach angesehen. Sie sind absolut notwendig. Sie sprechen Personen an, die bisher keinen Zugang hatten. Und deshalb werden sie natürlich auch weiter stattfinden, weil das ist die größte Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und ein letzter Satz, Frau Böhm, vielleicht finden wir morgen die Gelegenheit, das noch zu vertiefen. Ein letzter Satz zum Nachdenken. Verdienstausfallentschädigung aufgrund von Quarantäne und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und das sollten wir uns vielleicht ab und zu noch einmal ins Hirn bringen. Danke. So, vielen Dank, Herr Staatsminister. Es gibt jetzt eine zweite Runde. Und in der zweiten Runde haben wir es folgendermaßen. Die der AfD zustehenden 5 Minuten teilen sich Herr Richter und Herr Dr. Grobe auf. Und der Fraktionsvorsitzende der FDP, Herr Rock, hat sich zu einer zweiten Runde ebenfalls gemeldet. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Herr Rock hat als Erster eingereicht. Herr Rock, bitte mit der zweiten Runde beginnt. Und dann können Herr Dr. Grobe und Herr Richter sprechen. Und wer dann noch eine zweite Runde möchte, kann dann auch noch 5 Minuten sprechen. Bitte, Kollege Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich finde es sehr schade, wenn ich meinen Vorrednern zugehört habe und den Eindruck gewinne, wenn der Minister hier spricht, dass das Thema Corona-Politik ihm wichtig wäre. Ich erwecke den Eindruck, als wäre ihm wichtig, dass wir über das Thema Corona, über den zweiten Corona-Winter, die Vorbereitung, wie es in den Kitas aussieht, wie es mit den Menschen ist, die sich noch nicht impfen können, wie das vor Ort in Hessen, wie das läuft,
Die Leute haben immer noch Angst um ihre Existenz. Es ist immer noch nicht klar, kann mein Kind nachher noch in die Kita gehen oder nicht. Das sind alles Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land umtreiben. Aber wann diskutiert der Hessische Landtag diese Frage? Um 22.22 Uhr wird es in einer 5-Minuten-Diskussion hier abgehandelt. Ein Corona-Winter steht vor der Tür. Wir hoffen und wir gehen davon aus, er wird nicht so schlimm wie der letzte. Aber es gibt Gruppen in unserem Land, die immer noch nicht wissen, wie sie sich einstellen sollen auf diesen Winter. Und die Debatte findet hier nicht statt. Es ist nicht unglaublich, Herr Al-Wazir. Eigentlich dürften Sie ja gar nicht dazwischenrufen, aber das ignorieren Sie ja schon immer, dass Sie hier von der Regierungsbank sich beteiligen. Es ist Tatsache, dass wir keine Regierungserklärung zu dem Thema Corona haben. Das ist eine Sonderstellung, ein Sonderweg hier in Hessen. Und wir haben die letzte Regierungserklärung im April diesen Jahres gehabt zu Corona, wo wir hier immer ausführlich diskutieren konnten und verschiedene Themen diskutieren konnten und uns nicht freche Vorhaltungen hier anhören mussten von Abgeordneten, die dann noch die Leistungen von Gesundheitsämtern vor Ort für die Leistung der Landesregierung erklären, die nicht wissen, was in den Testzentren los ist, und wo wir hier nicht über die Themen diskutieren können, die uns auf dem Herzen liegen und auch vielen Bürgerinnen und Bürgern auf dem Herzen liegen. Und das ist sehr schade. Sie konterkarieren Ihre Aussage. Es ist Ihnen wichtig, über das Impfen zu reden, indem Sie um 22.23 Uhr darüber reden und nicht Dienstag, wenn hier auch die Medien da sind, wenn auch öffentlich berichtet wird über das Thema. Da reden Sie nicht drüber. Sie verweigern der Opposition eine ausführliche Debatte über das Thema Corona. Wir müssen um die Uhrzeit über einen Antrag der FDP hier beraten, weil ansonsten käme das Thema überhaupt nicht auf die Tagesordnung dieses Landtages, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wollten mal die Corona-Verordnung im Zuge einer Regierungserklärung danach beschließen und nicht hier kurz vor der Abstimmung mittwochsabends. Wir hatten hier mal einen anderen Umgang geplant zu diesem Thema. Das hat überhaupt nichts mehr mit Transparenz zu tun, sehr geehrte Damen und Herren. So einen ganz kurzen Moment bitte. Ich darf alle bitten, sich zu beruhigen. Und das Wort hat der Kollege Rock. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Bellino, das liegt doch nicht im Befinden von Ihnen, ob die Regierung hier eine Erklärung abgibt oder nicht. Der Ministerpräsident kann das sehr wohl machen. Und in vielen Landtagen ist jedes Mal eine Regierungserklärung abgegeben worden. Wie oft haben wir das diskutiert, dass wir erwarten, dass die Menschen ein Recht haben, der Landtag ein Recht hat, das zu diskutieren? Es ist natürlich nicht so, dass Hessen hier besonders gut abschneidet. Ich weiß immer noch nicht, warum wir nicht mehr darüber berichten, warum jetzt die Inzidenz bei der Frage, ist man geimpft oder nicht, warum die nicht mehr unterschiedlich dargestellt wird. Ich fand den Tweet von Herrn Al-Wazir total erleuchtend. Ich habe das oft das Argument gebracht, wo der Unterschied ist. Warum findet das nicht mehr statt? Warum wird das nicht runtergebrochen auf die Landkreise? Warum finden die Tests nicht? Warum werden die Testzentren anders behandelt in unserem Land? Und es stimmt nicht, was der Gesundheitsminister hier gerade erklärt hat. Selbstverständlich gibt es die Unsicherheit in den Testzentren. Und natürlich erreichen uns E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern, deren Kinder nicht in die Kita gehen können, weil sich die Tests nicht leisten können, weil sie eben nicht die normalen Tests in den Kitas machen können. Und natürlich ist die Frage, wie kann ich einen PCR-Test noch machen, wenn ich dann einen Lolli-Test nicht mehr finanziert bekomme? Wie kann denn jeder sich dann noch freitesten? Die Fragen sind überhaupt nicht beantwortet worden. Und Sie haben hier an dieser Stelle mal wieder gezeigt, wo Ihnen wirklich die Prioritäten liegen. Und ich kann Ihnen nur sagen, sehr geehrte Damen und Herren, das nächste Plenum wird im November sein. Das war die letzte Möglichkeit, hier im Hessischen Landtag als Landesregierung zu erklären, was man genau vorhat, damit die Kitas offen bleiben, dass die Schulen offen bleiben, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird und dass die Bürgerinnen und Bürger keine Einschränkungen erwarten können. Wir werden ja morgen über das Thema 2G und 3G noch einmal diskutieren. Ich kann Ihnen nur sagen, glauben Sie nicht, dass die Menschen wirklich zufrieden sind mit ihrer Corona-Politik. Ich weiß nicht, ob nur wir E-Mails kriegen von den Bürgerinnen und Bürgern, die eine Menge Fragen an diese Landesregierung haben, die nicht beantwortet werden. Und die könnten Sie klarstellen hier im Rahmen einer solchen Debatte. Sie haben es wieder versäumt, ein weiteres Plenum ohne die Möglichkeit, ausführlich über Corona zu diskutieren. Hier um diese Stunde unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Medien findet das hier statt. Das kann man so machen, das muss man aber nicht so machen. Und aus meiner Sicht ist es der falsche Weg, wenn man Transparenz und gute Corona-Politik wirklich ernst meint. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Rock. Jetzt kommen wir zu Herrn Richter, Fraktion der AfD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Präsident, was mich immer wieder erschreckt, ist die Aggressivität, mit der in diesem Haus mit Menschen umgegangen wird, die eine andere Meinung haben. Wenn Ihnen nur noch einfällt, andere zu denunzieren, weil Sie mittlerweile nach Monaten Ihrer Politik an das glauben, was Sie sagen, ich bin fest überzeugt, Sie glauben an das, was Sie sagen, aber es ist längst wissenschaftlich widerlegt. Es gibt keine Immunisierung durch diese Impfstoffe. Die gibt es nicht. Und Herr Rock, Sie haben völlig recht. Deswegen gibt es die AfD, weil wir das nämlich morgen als Aktuelle Stunde gemacht haben, weil die Regierung das nicht als Regierungserklärung bringt, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir darüber sprechen und auch unterschiedlich darüber sprechen. Man muss doch in diesem Land auch unterschiedliche Meinungen haben dürfen und sie auch aushalten. Sie auch aushalten. Indem Sie andere diffamieren und herabwürdigen und selbst wichtige Wissenschaftler, die das sagen, in eine Ecke stellen und nur sich selbst als die moralische Erhabenheit oben hinstellt, die die Wahrheit gepachtet hat, so können Sie nicht erwarten, dass diese Gesellschaft geeint wird. Sie, meine Damen und Herren, spalten diese Gesellschaft. Sie sind es ganz besonders mit Ihrer Politik, mit Ihrer Art und Weise, die Menschen in zwei verschiedene Kategorien einzuteilen. Dadurch, dass Sie so quietschen, kann ich Ihnen sagen, liegen wir richtig, Herr Bellino. Und den Rest mag dann der PGF von uns sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, mich enttäuscht diese Art der Diskussionskultur. Denn die Frau Böhm hat nicht viel anderes gesagt, als ich es gesagt habe in der Rede zu einem Teil. Sehr wohl, das ist nicht ehrenrührig. Und hier sage ich Ihnen ganz deutlich, das muss auch möglich sein. Danke. Nächster Redner ist Herr Dr. Grobe. Ganz kurz, Herr Dr. Grobe, also ein erhebliches Grundrauschen hier. Also ich weiß nicht, ob nur ich das höre. Das müssten Sie eigentlich alle hören. Deswegen wäre es gut, wenn wir noch ein bisschen ruhig sind und uns ein bisschen noch gedulden. Danke schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, das Paul-Ehrlich-Institut hat festgestellt, dass bis zum 31. Juli in Deutschland es über 130 Impfimplikationen gegeben hat und darunter über 1.200 Tote in Deutschland. Sie wollen das verschweigen. Paul-Ehrlich-Institut einfach aufrufen, finden Sie sogar auf der Internetseite. Sie wollen das nicht hören, es ist so. Paul-Ehrlich-Institut. So. An den Impfungen. Ja, das ist billig. Ja, es ist eine Scheibe, genau. Sehr geehrter Herr Kollege Eckert, in diesem Parlament sitzen keine Nazis, weder Sie noch wir. Wir haben es, wie Helmut Kohl es. Kann ich mal bitte. Nazis haben Sie jetzt gesprochen. Ja, ja, die Hakenpartei, ne? Das ist ja. So. Nein. So geht das jetzt wirklich nicht weiter. Also es muss mehr Ruhe hier einkehren, sonst unterbreche ich die Sitzung und dann kehren wir zusammen, kommen wir wieder zusammen heute Abend noch, wenn wir wieder uns beruhigt haben. Da habe ich aber, wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine Lust drauf. Deswegen bringen wir doch noch die letzten Minuten hinter uns und das bitte in Ruhe und mit ordentlichem Benehmen. Dankeschön. Lieber Herr Kollege Dr. Grobe, Sie dürfen jetzt weiterreden. Also in diesem Parlament sitzen weder Nazis noch Hakenparteien, weder Sie noch wir. Wir alle haben es, Helmut Kohl hat es einmal ausgedrückt, die Gnade der späten Geburt erfahren dürfen. Doch was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass in diesen und in anderen Landtagen Abgeordnete aus Ihren Reihen saßen, die wirkliche Nationalsozialisten waren. Ich nenne nur einige wenige Namen. Rudi Arndt, Helmut Kasper, Wilhelm Kollenrath, Christian Enders und Karl Hellwig. Alles hessische MDLs. Günther Hellwig aus Nordrhein-Westfalen war sogar bei der Gestapo in Marseille. Frank Seibert,
war Bevollmächtigter für die Lagerbetreuung der tschechischen Arbeiter im Protektorat Böhmen und Mähren sowie Angehöriger des Einsatzheeres Rosenberg. Und. Schämen Sie sich nicht, und wo bleibt Ihre Distanzierung? Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. – Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich zu Wort gemeldet, eigentlich, weil ich nichts mehr zur Sache sagen wollte, sondern zum Verfahren. Aber ich sage jetzt doch noch etwas zur Sache. Wenn Sie diesen Hinweis eingeben, Paul-Ehrlich-Institut, Tote durch Impfungen, kommt sofort im Internet, wenn Sie schauen, Fake News der AfD dementiert vom Paul-Ehrlich-Institut. Das ist ihre Art. Das ist Ihre Art, mit einem solchen Thema umzugehen, wo viele Menschen in unserem Land viel gelitten haben. Das machen Sie, um Wasser auf Ihre parteipolitischen Mühlen zu lenken. 1.900 Mal alleine geteilt von Mitgliedern der AfD, diese Fake News. Und das ist Ihre Art, Politik zu machen, Herr Kollege Grobe. Aber jetzt eigentlich zu dem ich mich gemeldet habe, Herr Kollege Rock, und das betrifft Sie. Wir können hier viele Streits fahren. Ich finde auch, der Hessische Landtag tut es in Regelmäßigkeit. Aber vielleicht sollte man solche Dinge hinterlassen, wie Sie sie hier gerade vorgetragen haben. Die Hessische Landesregierung, der Herr Ministerpräsident und Herr Wintermeyer als Chef der Staatskanzlei haben angeboten, eine Regierungserklärung hier zu halten. Wir waren uns in der Runde der Geschäftsführer alle einig, dass eine Woche nach der Bundestagswahl in einer sehr engen und mit, glaube ich, 27 ersten Lesungen versehene Tagesordnung dieses Hessischen Landtags wir auf eine Regierungserklärung verzichten, weil der Themenkomplex Corona über die Verordnung und alles auf der Tagesordnung steht. Da waren wir uns in der Runde der Geschäftsführer einig, damit wir den Freitag hier nicht noch eine Plenarsitzung machen müssen. Herr Kollege Rock, das ist mit Herrn Kollegen Lenders, den ich sehr schätze, ist es vereinbart gewesen. Sie beweisen hier, Herr Kollege Rock, dass Sie nicht geschäftsfähig sind in solchen Fragen, wo es darum geht, dieses Parlament zu organisieren und diese Parlamentssitzung durchzusetzen. Wir sollten sich für diese Art des Auftritts schämen, Herr Kollege Rock. Abgeordneter Rock fühlt sich persönlich angegriffen. Ich erteile ihm zur persönlichen Erklärung gemäß § 81 das Wort. Herr Kollege Rock. Wir sind am Ende der Debatte jetzt. So ist es. Ich habe keine weitere. Das ist eine wichtige Feststellung, die der Kollege Günther Rudolph gemacht hat. Gemäß § 81 kann eine persönliche Bemerkung am Ende der Debatte gemacht werden. Das heißt, mir liegt hier keine weitere Wortmeldung mehr vor. Das bedeutet für mich, wir sind am Ende der Debatte. Das ist jetzt der Zeitpunkt für eine persönliche Bemerkung. Und dann gehen wir in die Abstimmung. Bitte, Kollege Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Also, Herr Frömmrich, ich muss schon sagen, ich bin ziemlich erschüttert über das, was Sie hier sagen. Ist es ein Wert, aus Ihrer Sicht, Herr Frömmrich, ist es ein Wert an sich, dass wir hier im Hessischen Landtag freitags nicht debattieren, obwohl es eigentlich vorgesehen war, weil Sie zu Hause sein wollen, anstatt über Corona zu diskutieren? Herr Frömmrich, ich sage Ihnen, ich wäre am Freitag hier und würde diskutieren. Wenn Sie das als Wert an sich erkennen, Herr Frömmrich, ist das Ihre Sache. Aber dafür schäme ich mich nicht, dass ich hier am Freitag diskutieren würde. Vielen Dank. Also, ich bitte wirklich um Ruhe. Es ist sehr intensiv in der Runde der Geschäftsführer darüber diskutiert worden, wie wir diese Plenartage gestalten. Und da haben wir uns darauf vereinbart,
dass wir es so machen, wie wir es jetzt festgestellt haben, dass wir dienstags, mittwochs und donnerstags tagen. Es ist mehrfach darüber geredet worden, wir können auch am Freitag tagen. Es ist nicht so, dass das abgelehnt worden sei. Daraufhin hat die Regierung gesagt, sie verzichtet auf eine Regierungserklärung. Daraufhin haben wir gesagt, alles in Ordnung, dann werden wir die Tagesordnungsarchitektur so gestalten, dass dienstags, mittwochs und donnerstags getagt wird. Also ich muss den Kollegen Frömmrich ausdrücklich in Schutz nehmen, da gerade die Geschäftsführer gesagt haben, wir sind ohne dies auch freitags hier. Um uns geht es hier gar nicht. Und deswegen kann es nicht um Jürgen Frömmrich gehen, der zu Hause bleiben wolle oder zu Hause sein wolle. Das muss ich schon sehr ausdrücklich hier sagen. Wir haben das in der Geschäftsführerrunde besprochen. Und darüber hinaus haben wir morgen, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Aktuellen Stunde der AfD die große Gelegenheit, diese Debatte fortzusetzen.